Widerstand ist zwecklos. Diese Worte sind wohl für die drei Helden dieser Folge der Overwatch Background Story eher Fremdwörter, denn alle verbindet der Kampf gegen die Omnix und der Widerstand gegen diese Maschinenwesen. Alexandra Sarjanova, oder kurz Saria, stammt aus einem entlegenen sibirischen Dorf, das zu Zeiten der Omnix-Krise vor 30 Jahren Schauplatz eines erbitterten Krieges zwischen Menschen und den Omnix war, an dessen Ende die russischen Verteidigungskräfte obsiegten. In den Trümmern und Ruinen der Nachkriegszeit wuchs das Mädchen auf und schwor sich eines Tages die Stärke zu besitzen, um ihrem Volk zu helfen. Angetrieben von diesem Ehrgeiz trainierte sie mit Gewichtheben und Bodybuilding und wurde schließlich dafür auserkoren, ihr Land als Athletin bei den nächsten Weltmeisterschaften zu vertreten. Doch kurz vor Beginn des Turniers starteten die sibirischen Omnix erneut einen Angriff, infolgedessen sich Saria als Freiwillige bei der Armee meldete und auf eine Karriere als Sportlerin verzichtete. Die koreanische Diva hatte bereits eine Karriere als Pro-Gamerin hinter sich, als sie sich ebenfalls als Widerstandskämpferin für ihr Land hervortat. Südkorea wurde während der Omnix-Krise von riesigen Monstern angegriffen, die aus den Tiefen des ostchinesischen Meers entstiegen. Diese schwerfälligen Maschinen richteten während ihren Angriffen an der Küste verheerende Schäden an, woraufhin die Regierung ihre Chance auf Verteidigung in Mekka sah. Diese mechanisierten Drohneneinheiten wurden zur Abwehr der Bedrohung aus dem Meer eingesetzt, allerdings nur mit teilweisem Erfolg. Aus jeder Niederlage lernten die Omnix dazu und tauchten beim nächsten Angriff mit neuen Waffen und Fähigkeiten auf, weswegen sie auch letzten Endes die Steuerungsnetzwerke der Koreaner zerstörten. Als letzten Ausweg sah man sich nun gezwungen, die Drohnen zu bemannen. Und wer wäre wohl besser als Pilot geeignet als ein StarCraft-Pro-Gamer? Mit ihren unübertroffenen Reflexen und Instinkten waren sie die perfekte Wahl. So verpflichtete man auch die amtierende Weltmeisterin Hannah Song, besser bekannt als Diva, die ihre Kampfeinsätze sogar per Stream überträgt und so ihre Fans dran teilhaben lässt. Einen etwas anderen Widerstandskampf hat der brasilianische DJ Lucio Correa dos Santos aus Rio de Janeiro ausgetragen. Während der Omnix-Krise und den damit einhergehenden Turbulenzen am Finanzmarkt versuchte er mit Hilfe seiner Musik den Mitbewohnern der Favela etwas Hoffnung wiederzugeben. Er begann zunächst als Straßenmusiker und legte bei Straßenfesten auf, bevor er durch eine Reihe legendärer Underground-Shows Bekanntheit im ganzen Land erlangte. Doch das ohnehin weit verbreitete Elend wurde noch schlimmer, als die multinationale Vishka Corporation den Zuschlag für ein großflächiges Reurbanisierungsprogramm erhielt. Zwar wurde allen Bewohnern zugesichert, dass sich ihre Lage deutlich verbessern würde, aber die Wirklichkeit sah dann doch etwas anders aus. Unter dem Vorwand, für Sicherheit und Ordnung sorgen zu wollen, begann man die Einwohner mit Ausgangssperren zu gängeln und beutete sie als billige Arbeitssklaven aus. Lucio konnte dem Treiben nicht länger zusehen und stahl die akustische Technologie, die Vishka zur Unterdrückung der Menschen einsetzte, und nutzte sie schließlich selbst, um zum Widerstand aufzurufen. Dies gelang ihm auch und es kam zu einem Volksaufstand, bei dem es den Einwohnern auch gelang, die Investoren und Ausbeuter zu vertreiben. Lucio wurde als Anführer zu einem Volkshelden und Symbol für Veränderung. Fortan tourte er auf der ganzen Welt und hielt Konzerte für tausende von Fans ab. Doch Ruhm und Erfolg waren ihm nicht genug und er erkannte seine Chance, die Welt nachhaltig mit Hilfe seiner Musik zum Positiven hin zu verändern und letztlich zu einem besseren Ort zu machen.